Jetzt mache ich auch wieder was auf Deutsch und zwar mache ich jetzt was zum Thema Essen. Ne? Essen ist ja eine von unseren sechs Überlebensprioritäten. Ja, also wir brauchen Wasser, wir brauchen Essen, wir brauchen Schutz, wir brauchen Gesundheit, wir brauchen Luft und wir brauchen Gemeinschaft. Ja? Gemeinschaft ist übrigens die interessanteste, weil die kann man nicht irgendwie in einem Kurs lernen. Da muss man sich selbst hinein investieren und dann kriegt man auch was zurück. Also Essen ist jetzt so ein bisschen ein Thema von diesem Video und da in erster Linie möchte ich mal so erstmal so ein paar grundlegende Sachen sagen zum Essen. Was muss Essen sein? Also zum Beispiel bei Schutz, ne, wenn man jetzt über Schutz reden würde, Schutz muss trocken, warm, sicher sein. Ne, wenn trocken, warm, sicher, dann können wir da schlafen, ist alles gut. Ja? Was muss Essen sein? Essen muss ausgewogen sein. Also die Anforderungen unseres Körpers in puncto Nährwert erfüllen und Energiegehalt. Ja? Das ist eine Sache. Und dann muss es natürlich nachhaltig sein. Ja, nachhaltig heißt, wenn ich an einem Apfelbaum einen Apfel hängen habe, aber ich will zwei Äpfel essen, dann geht das nicht. Ja, also ich darf nur so viel essen, wie auch nachwachsen kann. So. Und da kann man sehr schön messen. Also Nachhaltigkeit generell lässt sich ja zum Beispiel gut messen, wie viele Fossile wurden benutzt, wie viel Müll habe ich gemacht, wie viel Geld habe ich benutzt. Denn meistens ist Geld ein Umweg und wenn man Geld benutzt, da verliert man Nachhaltigkeit direkt. Also wird vielleicht nachhaltiger und so, aber nachhaltig wird man nicht erreichen können über den Geldumweg. Ja. So, jetzt denke ich mal so an mein Essen so in den letzten Jahren. Das war hauptsächlich Supermarkt. Das wird bei den meisten von uns wird das so sein. Hauptsächlich Essen vom Supermarkt, einige vom Wochenmarkt vielleicht auch mal oder vom Bauern um die Ecke oder vielleicht auch irgendwie die Tomaten vom eigenen Balkon. Aber so das Gros unseres Essens kommt aus dem Supermarkt. Und im Moment haben wir global die Situation, dass wir ungefähr 7.000 Quadratmeter, ja, 7.000 Quadratmeter Land, Ackerfläche nutzen pro Person. So, das ist mal riesig. Ja? Und ich würde sagen, das geht auf keine Kuhhaut, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes nicht, denn dieser Durchschnitt von 7.000 Quadratmeter kommt daher, dass einfach sehr viel Land auf unserem Planeten benutzt wird, um andere Tiere, wir sagen dazu, zu produzieren, damit wir die dann essen können. Ja, und dann halt entsprechend auch die Anbauflächen für deren Futter. Ja, ist ein Riesenumweg, hat mit Nachhaltigkeit gar nichts zu tun. Ja, und das ist wirklich Selbstmordfutter. Also ich nenne das Selbstmordfutter, weil macht unseren Planeten kaputt. Ja. So, jetzt gehen wir mal weiter. Was muss Essen denn noch sein? Ja, nachhaltig heißt, ich muss mehr Energie wiederbekommen, als ich investiert habe. Also wenn ich jetzt dran denke, ich sitze meinetwegen 8 Stunden im Büro, auf dem Stuhl, da benutze ich nicht für viel Energie. Und dann setze ich mich ins Auto, fahre nach Hause, benutze ich selber auch nicht viel Energie. Und im Supermarkt kann ich mir für das Geld, was ich während dem Tag verdient habe, oder von dem Teil davon, der fürs Essen vorgesehen ist, kann ich mir unglaublich viele Kalorien kaufen. Also unglaublich viel, so richtig viel. Na, da kann man so viel Kalorien von kaufen, da kann man lange mit hinkommen. Ja? Und dann fahre ich nach Hause und schiebe die, weiß nicht, Thunfisch-Tiefkühlpizza in den Ofen, drücke da wieder auf den Knopf und dann kommt die Pizza aus dem Ofen und ist gut. So. Und dann habe ich das Gefühl, und wenn ich an mir runtergucke und meinen Bauch sehe, habe ich das Gefühl, ja, alles super. Also ich kriege mehr Energie wieder, als was ich aufwende. Und das stimmt ja auch, sonst sehen wir ja nicht so aus. Wir haben ja echt ein Übergewichtsproblem auch, ne? Und dieser Energie-Input-Output-Rechnung ist unglaublich wichtig, wenn man überleben will. Ja, also ist ganz klar, wenn man immer nur Essen isst, ne, meinetwegen die ganzen Wege jetzt zur Arbeit, die wird man jetzt nur immer rennen. Und dann wird man auf der Arbeit auch immer nur körperlich rennen und ganz viel und dann das Gehalt wäre weniger und dann wird man wahrscheinlich auch ein bisschen fitter aussehen. Also wenn ich jetzt meinetwegen denken würde, was jetzt so, ich sag mal, entsprechend der menschlichen Natur unsere Nahrungsbeschaffung wäre, also als Jäger und Sammler, semi-nomadisch, das haben wir so die meiste Zeit unserer Geschichte gemacht und das, ja, ist auch das Wahrscheinlichste, was nachhaltig machbar ist.
Dann bei natürlich ein Hauptaugenmerk gar nicht mal auf die Jagd, sondern auf das Sammeln. Ja, da ist das Risiko viel geringer, die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg ist viel größer und der Energieaufwand ist auch geringer. Ja, wir sind ja Ausdauerjäger, das ist unsere Spezialfertigkeit. Also wir können lange, lange rennen und schnell, also auf die Strecke gesehen, wir sind das schnellste Landsäugetier. Ja, auf die Strecke gesehen. Ja, also das schnellste. Und ja, das ist natürlich sehr energieintensiv, aber führt uns dazu, ne, vielleicht auf einen Schlag viel Energie zu bekommen. So, und jetzt denken wir ja, meinetwegen, man rennt jetzt den ganzen Tag einem Hasen hinterher, kriegt den am Abend und dann, oder ein Reh, und dann muss man das mit dem Rest der Gruppe teilen, kriegt vielleicht dann aber auch einen Handschuh vielleicht zurück von jemandem, der dann mit dem Fell was machen kann. Und dieser Handschuh hilft uns ja auch, Energie letztlich im Winter zu sparen. Ne? Also diese Rechnung, Energie, Input, Output, ist wirklich zum Überleben wichtig. Und wenn wir uns jetzt die Thunfischspitze allerdings angucken, ne, und mal so richtig diese Rechnung angucken, dann müssen wir nämlich auch die Energie sehen, die wir brauchen, um die Ressourcen aus dem Boden zu holen, um den Thunfischkutter zu bauen und diesen Thunfischkutter zu betreiben, die Mannschaft zu bezahlen, den Thunfisch zu fangen, zu verarbeiten, zu transportieren, zu kühlen, zu lagern, zu verkaufen, bis er letztlich bei uns im Ofen landet. Ja, und natürlich diese ganze Infrastruktur wegen der Ofen, das muss auch mit in die Rechnung rein. So, und dann kann man sagen, ja, aber ich habe ja Ökostrom. Ja, aber der wird ja auch, ne, wie wird denn der produziert? Klar, eine Windmühle, aber woraus ist die gebaut? Ja, also letztlich brauchen wir könnten eigentlich fast hauptsächlich kalt essen, ginge auch. Ja, kämen wir mit zurecht. Ne? Also diese Energiebilanz, die muss positiv sein. Das fehlt mir auf dem Essen. Ne? Auf dem Essen steht drauf, wie viele Kalorien drin sind in der Packung. Steht das da drin? Oder Kilojoule, ne? Steht drauf. Aber da steht nicht drin, wie viele Kalorien investiert wurden. Und derzeit hier zumindest im finnischen Supermarkt, und das wird in Deutschland sicherlich nicht viel anders sein, gibt es im Supermarkt kein einziges Nahrungsmittel, wo diese Energiebilanz positiv ist. Das heißt, jegliches Essen, was wir essen, ist Selbstmordessen und nicht Survival-Essen. Ja. Und da müssen wir von wegkommen. Denn der Preis, den wir dafür zahlen, ist ja letztlich unser Leben. Ja. Und letztlich, das hört sich so weit in der Zukunft an, so weit ist das gar nicht mehr, wenn wir so weitermachen. Ja. Also wirklich schleunigst reduzieren ist für mich so die Devise. Ich will jetzt nicht sagen, wer was wie machen sollte. Ich kann mal einfach sagen, was ich mache. Also ich esse zum Beispiel keine Tierprodukte aus dem Supermarkt. So, oder wo Geld eine Rolle spielt. Also wenn ich irgendwo was finde, meinetwegen aus dem Container, auch eine Schande, ne? dass man Containern ja in vielen Ländern gar nicht darf. Ne, aus dem Müll was rausholen. Auf der anderen Seite Essen wegschmeißen, das darf man. Ich habe letztens hier so einen Lachs gefunden, der war noch kühl, direkt das Geschäft hatte geschlossen, ist der Lachs schön verpackt, alles so verschweißt war das noch, Verfallsdatum oder Mindest, sag mal hier, also Verfallsdatum genau, an dem Tag, und den habe ich gegessen und der war super lecker auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja, in Norwegen gefarmt, der ist wahrscheinlich zum Vegetarier geworden, gezwungen worden, oder diese Lachsin, und dann auch noch Antibiotika, Hormone, was auch immer. Also sicherlich keine gesunde Wahl, so ein Essen. Habe ich auch irgendwie ein bisschen bereut, aber ich dachte, dieser ganze Aufwand und dann liegt er hier im Müll, der ist doch scheiße. Schade. Ne? Peinlich ist das. Und wenn ich mir anschaue, welche Möglichkeiten wir wiederum haben, das Essen, was wir haben, zu teilen. Ja, also hier in der Stadt 70.000 Einwohner, jeden Tag, ich schätze mal so 1,5 Tonnen, geht da Nahrungsmittel direkt weg, runter, Müll. Ganz vieles landet auch gar nicht erst auf den Märkten, ja, weil es irgendwie die Gurke krumm ist. Ja. Ich habe eine Bekannte, die kommt aus Nigeria, und als die hingekommen ist, hat die gedacht, ich dachte, hier sei alles besser. Die Leute sind ja, das ist ja unglaublich. Hier wird ja Essen weggeschmissen. Wieso schmeißen die Leute Essen weg? Macht ja gar keinen Sinn. Macht ja auch keinen Sinn. Also, was wir schon einsparen können, ist unglaublich viel. Kommunikation, foodsharing.de, ne, org, glaube ich, heißt das.
Gibt es viele andere Möglichkeiten, auch Plattformen, sich einfach mal umhören. Hier in Finnland haben wir Olio, auch ganz toll, eine Sharing-App für oder Plattform, wo man suchen und teilen kann, nicht nur Essen. Also Kommunikation nach wie vor und die eigene Entscheidung nach wie vor natürlich Weg Nummer eins, viel zu bewegen. Ja, ich denke wirklich, vegane Ernährung macht ja mal so viel Sinn für unser Überleben, dass wir da schon gar nicht mehr drüber reden müssen. Also überhaupt, ich meine, klar schmeckt Fleisch. Also ich esse ja auch ab und zu Fleisch, aber halt, ne, ich habe ja eben gesagt, wo ich mein Fleisch herkriege, das kommt vielleicht einmal im Monat vor. Es schmeckt mir auch, aber also es schmeckt jetzt nicht so viel besser, dass ich sagen würde, dafür möchte ich mit meinem Leben bezahlen. So toll ist das. Dann macht ja, würde ich nicht empfehlen, glaube ich. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich schon zum Essen. Also, fällt mir noch was ein. Ja, ist mir auch ganz spannend, was so heutzutage mittlerweile normal ist, ne? Also meinetwegen hier in Finnland kann man Bananen kaufen und Avocados und weiß ich nicht. Eigentlich, wenn man will, kann man alles hier kaufen. Ja, und das ist in Deutschland ja auch nicht anders. Das Zeug wächst hier aber nicht. Und auch nicht um diese Jahreszeit. Wächst hier um keine Jahreszeit. Und selbst Sachen, die hier wachsen würden, werden trotzdem, weiß nicht, aus Chile importiert. Ja, das ist, geht auf keine Menschenhaut. Auf keine Planetenhaut, so eine Lebensweise. Sicherlich, auch wenn es legal ist und beworben ist, sicherlich mehr Teil des Problems als Teil der Lösung. Und vor, weiß ich nicht, 100 Jahren, wenn man hier mal irgendwo ins Restaurant oder Gasthaus gegangen ist und gesagt hat, ja, ich würde gerne was essen, was haben sie denn? Ja, so ganz normal halt, ne? Und dann bestellt man, dann kriegt man da sein Essen und das ist aus der Region, das ist aus der Jahreszeit und das ist Bio, weil das war damals normal. Heutzutage, wenn man in Supermarkt in Restaurant geht und sagt, ja, ich hätte gerne Bio aus der Region und aus der Jahreszeit, dann sagen die, nee, das tut uns leid, wir haben nur normales Essen. Also, ne, was ist denn schon normal? Ja, ich glaube, im Punkt normal, in dem Punkt können wir mal so ein bisschen zurückgehen. Und das wäre ein Schritt nach vorne. Ja, das wäre ein Schritt nach vorne. Und wir müssen, klar, wir müssen wagen, wir müssen Risiken eingehen, wir müssen Abenteuer wagen. Aber da mache ich was zu in einem, glaube ich, einem Video über Civil Disobedience. Habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ja, das Video muss ich noch verlinken. Ja, und das war es jetzt, ist wieder länger geworden. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute. Ich danke sehr, dass es diese Möglichkeit der Kommunikation gibt. Ich fühle mich da immer ein bisschen blöd, weil ich jetzt ja Bildschirmzeit kreiere für euch. Und wir sollten ja mehr draußen sein als am Bildschirm oder mehr draußen sein als drinnen, um die Wirklichkeit kennenzulernen. Ja, und diese Wirklichkeit hier, das ist ja mal, also, das ist meine Wirklichkeit. Ja. Und das wird sich hier noch ein bisschen ändern. Also ich bin hier gerade erst hingezogen, ne, vor 2 Wochen. Und hier soll quasi so ein Ökodorf entstehen, aber ein mobiles, also was man einfach einpacken kann, wenn man will. Und dann umziehen könnte. Ne? Genau. Und dann lässt man hier eine schöne Permakultur zurück, wenn man irgendwie mal wegzieht. Ja, alles Gute euch, passt auf euch auf, habt euch lieb und Full Moon Full Stop nochmal unten in den Kommentaren verlinkt. Ein tolles Werkzeug, um Lösungen für sich selbst zu finden, ein Überlebenswerkzeug. Sehr empfehlenswert. Das war's von mir, passt auf euch auf. Tschüss.